Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott Vater, Novena, zweiter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Zweiter Tag, das Dankgebet. Sage Dank bei allem, denn dies ist Gottes Wille. 1. Thessaloniker 5,18. Wir beten heute mit dem heiligen Josef, der in einzigartiger Weise Abbild und Stellvertreter des himmlischen Vaters ist. Der Vater verwaltet das Leben der Familie. Von ihm, dem heiligen Josef, soll jeder Vater lernen, ein Thron Gottes des Vaters zu werden. Viel geliebter himmlischer Vater, unsere Dankgebete öffnen dein Herz. O guter Vater, sie öffnen es weit und lassen Ströme von Gnaden und Wohltaten auf uns herabregnen. Unseren Dank, den wir dir, Vater, schenken können. Schenken können wir zum Beispiel auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir im Verborgenen am Aufbau deines Werkes mitwirken. Durch Empfang des Opferseelensegens, den schon sehr viele großherzige Seelen gespendet bekamen. In deiner Botschaft sagst du nämlich, sicher wird es eine Zeit brauchen, bis sich die Wünsche, die ich für die Menschheit bestimmt und dir nun bekannt gegeben habe, ganz verwirklichen lassen. Doch eines Tages werde ich zufrieden sein, dank der Gebete und der Opfer großzügiger Seelen, die sich für dieses Werk meiner Liebe aufopfern. Das Dankgebet nimmt unter allen Formen des Gebetes eine Vorrangstellung ein, denn es ist Ausdruck und Eingestehen unserer eigenen Armseligkeit vor dir. Wir bezeugen, dass du allein der Urheber alles Guten bist, dass wir nichts vermögen ohne dich. So ist Dank immer auch Demut, die deinem Vaterherzen so wertvoll ist. Mein ganzes Leben sei ein einziges Dankgebet an dich, meinen besten Vater, dessen Güte ohne Grenzen ist. Jesus, dessen himmlischer Vater aller Dank gebührt. Litanei zu Ehren des himmlischen Vaters. Rosenkranzgebet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischen Vater aller Dank gebührt.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen himmlischem Vater aller Dank gebührt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Litanei zu Ehren des himmlischen Vaters. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Vater von allen, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, Beschirmer, erbarme dich unser. Gott Vater, unser Herrscher und Regierer, erbarme dich unser. Gott Vater, unsere Hoffnung, erbarme dich unser. Gott Vater, unser Erleuchter, erbarme dich unser. Gott Vater, unser Vorsteher, erbarme dich unser. Gott Vater, unsere Zuflucht, erbarme dich unser. Gott Vater, unsere einzige Liebe, erbarme dich unser. Gott Vater, unser höchstes Vergnügen, erbarme dich unser. Gott Vater, unser Erschaffer, erbarme dich unser. Gott Vater, unser Erhalter und Ernährer, erbarme dich unser. Gott Vater, unser heiliger Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, unser heiliger und sterblicher Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, unser allmächtiger Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, unser allweiser Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, unser unendlich guter Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, unser voraussehender Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, unser allerliebenswürdigster Gott, erbarme dich unser. Gott Vater, der du alles, was auf Erden ist, der Menschen zum Gebrauche erschaffen hast, erbarme dich unser. Gott Vater, der du die Vögel der Luft und alle Tiere wunderbar erhältst und ernährst, erbarme dich unser. Gott Vater, der du die Lilien und Blumen des Feldes herrlich kleidest, erbarme dich unser. Gott Vater, der du den Früchten der Erde Wachstum und Gedeihen gibst, erbarme dich unser. Gott Vater, der du alle Haare des menschlichen Hauptes gezählt, erbarme dich unser.
Gott Vater, der du alles dem Menschen zum Besten ordnest und richtest, erbarme dich unser. Gott Vater, der du auch die zeitlichen Trübsale und Leiden zum Nutzen schickest, erbarme dich unser. Gott Vater, der du durch das Kreuz zur wahre Buße und Besserung des Lebens bekehrest, erbarme dich unser. Gott Vater, der du durch Verfolgung und uns, der du durch Verfolgung uns von der Welt und allen Irdischen abziehst und zur Erkenntnis deiner Hoheit führst, erbarme dich unser. Gott Vater, der du alle, die sich gänzlich deiner Vorsehung überlassen, mitten in Nöten mit wunderbarer Hilfe segnest, erbarme dich unser. Gott Vater, der du alle, die auf dich hoffen, nicht zu Schanden werden lässest, erbarme dich unser. Gott Vater, sei uns gnädig, erhöre uns. Gott Vater, von allem Übel, erlöse uns. Gott Vater, von aller Sünde, erlöse uns. Gott Vater, von deinem Zorne, erlöse uns. Gott Vater, von allem Misstrauen vor deiner göttlichen Vorsehung, erlöse uns. Gott Vater, von aller Ungeduld, erlöse uns. Gott Vater, von aller Kleinmütigkeit in Kreuz und Leiden, erlöse uns. Gott Vater, von allem Murren und Klagen wider die göttliche Vorsehung, erlöse uns. Gott Vater, von allen Anfechtungen des Bösen, besonders in der Stunde des Todes, erlöse uns. Gott Vater, von überflüssigen Sorgen im Zeitlichen, erlöse uns. Gott Vater, dass du uns ein kindliches, wahres Vertrauen zu deiner göttlichen Vorsehung gewährest, wir bitten dich, erhöre uns. Gott Vater, dass wir in allem Unglück und Glück deine göttliche Vorsehung demütig anbeten, wir bitten dich, erhöre uns. Gott Vater, dass wir unseren Willen jederzeit deinem heiligsten Willen unterordnen, wir bitten dich, erhöre uns. Gott Vater, dass wir dir im Leiden unsere Liebe eifriger zeigen, wir bitten dich, erhöre uns. Gott Vater, dass du in allen Widerwärtigkeiten uns eine starkmütige Geduld verleihen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Gott Vater im Himmel, dass du uns erhören wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Weihegebet an Gott Vater, Gott unser Vater, in tiefer Demut und großer Dankbarkeit treten wir vor dein Angesicht, um unser ganzes Leben, Wirken und Lieben, deiner väterlichen Obhut in besonderer Weise anzuvertrauen und zu weihen. Wir begehren dich in immer noch größerem Maße erkennen und lieben zu dürfen. Unsere Sehnsucht ist es, deine unendliche väterliche Liebe und Güte immer noch mehr in uns aufzunehmen und sie anderen weiterzugeben. Gewähre uns, wir bitten dich, die große Gnade, das göttliche Herz deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, immer noch mehr lieben zu lernen, um so in der Kraft deines Heiligen Geistes zur immerwährenden Verherrlichung deiner ewigen Vatergüte zu gelangen,
du unendlich guter Vater. Heilige Maria, du Tochter des Vaters und unsere himmlische Mutter, bitte für uns. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Wir beten den Rosenkranz der siegreichen Königin der Welt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Kreuz. Unser Glaube ist am Kreuz. Unsere Hoffnung ist am Kreuz. Unsere Liebe ist am Kreuz. Unser Leben ist am Kreuz. Und unser Sieg ist am Kreuz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflut die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht.
Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt,
zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Heilig, 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 Herr Gott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Herr Gott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Herr Gott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 28. Oktober 1947. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten die Liebesflammengebete. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich, weil du über alles liebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns
durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens.
Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei. Liebesflammlitanei, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Gegrüßet seist du, Maria, in deren unbeflecktem Herzen die Gottesliebe und die Menschenliebe ohne Unterlass brennt, dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens uns so voll unsere Seelen durchdringe, erflehe uns diese Gnade, dass die Liebesflamme uns zur vollkommenen Gottesliebe führen möge, erflehe uns diese Gnade, dass die Liebesflamme unsere Herzen zur wahren Menschenliebe entzünde, erflehe uns diese Gnade, dass deine Liebesflamme, o Mutter, die erwärmende Lichtquelle für die Familien sei, erflehe uns diese Gnade, dass durch diese Lichtquelle die Familien geheiligt werden, erflehe uns diese Gnade, dass die Liebesflamme deines Mutterherzens auch die Seelen der Kinder durchdringe, erflehe uns diese Gnade, dass die Liebesflamme deines Mutterherzens uns den Weg weise, erflehe uns diese Gnade, dass wir auf dem von deiner Liebesflamme erleuchteten Weg gehen können, erflehe uns diese Gnade, dass wir durch deine Liebesflamme den Sinn unseres Lebens erkennen, erflehe uns diese Gnade, dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens auch die kleinste Schuld von unserer Seele tilgen möge, erflehe uns diese Gnade, dass deine Liebesflamme uns zum Guten anrege, erflehe uns diese Gnade, dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die verfinsterten Seelen erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade, dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die erkalteten Seelen erwärmen möge, erflehe uns diese Gnade, dass von deines Herzens Liebesflamme auch die verhärteten Herzen erweichen mögen, erflehe uns diese Gnade, dass deines Herzens Liebesflamme die Gleichgültigen aufrütteln möge, erflehe uns diese Gnade, dass deines Herzens Liebesflamme die Seelen zum apostolischen Eifer drängen möge, erflehe uns diese Gnade, dass die aus deinem Mutterherzen entströmende Liebesflamme jeden Menschen erreichen möge, erflehe uns diese Gnade,
dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die Gottesliebe in unseren Seelen entzünden möge. Erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Herzens das Feuer des Hasses auslöschen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die Regierenden der Völker erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die von deinem Mutterherzen geschenkte Liebesflamme bis zu unserem Lebensende bewahren mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass wir bei dem sanften Lichte deiner Liebesflamme nach dem Himmel streben mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens unsere Sterbestunde erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die von dir ausströmende Liebesflamme in uns immerwährend brennen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens die ganze Welt überstrahlen möge, erflehe uns diese Gnade. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache. Nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit. Dereinst aber gib uns die ewige Freude. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Gebet von Jesus. Unsere Schritte mögen gemeinsam gehen. Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln. Unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen. Unser Innerstes empfinde gemeinsam. Die Gedanken unseres Geistes seien eins. Unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören. Unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen. Unsere Lippen mögen gemeinsam zum ewigen Vater um Erbarmen flehen. Gebet zur Gottesmutter Maria. Allerseligste Jungfrau Maria, meine himmlische Mutter, ich öffne dir mein Herz und bitte dich mit kindlicher Liebe und mit demütigem Glauben. Entzünde in meinem Herzen die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Gib mir, meinen Lieben, den Priestern und allen Gottgeweihten, sowie allen Menschen, die für sie notwendigen Gnaden. Hilf, dass wir im guten und im gottgefälligen, tugendhaften Leben beharrlich bleiben. Wir bitten dich, komm uns zu Hilfe und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Bitte um den Beistand des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, und erfülle meine Seele mit deinem Geist. Durchdringe meine Seele mit deiner Gnade und ihren sieben Gaben. Mache meine Seele bereit, die Gnaden und die Liebesflamme, die liebenswürdigste Gabe der allerseligsten Jungfrau Maria zu empfangen. Hilf uns, damit sich die Sehnsucht unseres Herzens mit den Flammen der Liebe der Mutter Gottes vereine.
Hilf uns, dass unser Herz mit jener Liebe erfüllt werde, die das unbefleckte Herz Mariens durchdrungen und erfüllt hat. Komm, Heiliger Geist, erneuere und stärke die Liebe meines Herzens, damit die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens darin lodere jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gebet um das Ausströmen der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Allerseligste Jungfrau Maria, unsere liebe Mutter im Himmel, du liebtest Gott und deine Kinder so sehr, dass du deinen eingeborenen göttlichen Sohn Jesus Christus am Kreuze aufgeopfert hast zur Versöhnung des himmlischen Vaters und für unsere Erlösung, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Dich, unsere geliebte Mutter, bitten wir mit kindlichem Vertrauen, entfache unsere schwachen Herzen mit der vom Heiligen Geist geschürten Liebesflamme deines unbefleckten Herzens zur vollkommenen Gottes- und Nächstenliebe, um so mit dir vereint, Gott und unsere Mitmenschen zu lieben. Hilf uns, o großmächtige Königin der Herzen, dass wir diese heilige Flamme allen Menschen guten Willens mitteilen können, um auf dem ganzen Erdkreis mit dem Feuer der Liebe das Feuer des Hasses auszulöschen. So sei Jesus, der Fürst des Friedens, im Sakrament seiner Liebe, auf den Thronen der Altäre, der beseligende König und die Mitte aller Herzen. Amen. Imprimatur 10.7.84 Josef, Bischof von Augsburg. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten eine Liebesflammenkreuzwegandacht für alle Sterbenden, für all jene, die plötzlich vom Tod überrascht werden ohne Reue, dass sie noch gerettet werden, ihre Seelen vor der ewigen Verdammnis. All jene, die sich in ihrem Leben nicht an Gott gewendet haben, die Gott verachtet haben, die sich selbst ein Ende bereitet haben, schließen wir alle mit ein. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. 2. April 1999, Karfreitag. Erzengel Michael, begleitet Jesus, den Erlöser der Menschheit, und Maria, die Miterlöserin, auf dem Weg des Leidens, auf dem Kreuzweg, mit liebendem Herzen, wandelt mit mitleidvollem Herzen auf den Spuren des Erlösers, damit ihr aus seinem Leiden zum Ertragen eurer eigenen Leiden Kraft schöpft und das verwundete heiligste Herz Jesu mit liebender Sühne tröstet. Das ist das Wesentliche und der Zweck der Sühne. Dazu ruft die Mutter Gottes die Welt auf, damit ihr durch ihr unbeflecktes Herz dem heiligsten Herz Jesu Sühne leistet. Nehmt an der Liturgie des Karfreitags nicht nur als außenstehende Betrachter teil. Vereinigt euch innig in glühender Liebe mit Jesus,
dem Mann der Schmerzen, der wusste, was Leiden heißt. Wenn ihr wahrhaftig Nachfolger des leidenden Christus seid, dann müsst ihr im geduldigen Ertragen des Leides, in der Sühne für andere, in der Demut, im Gehorsam gegen Gott, ihm, eurem göttlichen Meister, in Liebe nachfolgen. Himmlischer Vater, mein geliebter Sohn Jesus war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, damit er meiner väterlichen Majestät würdig Sühne leistet. Vereinigt euch immer mehr mit eurem liebenden, leidenden Erlöser, damit ihr dadurch für eure eigenen und auch für die Sünden eurer Mitmenschen sühnt und Buße tut. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Heilige und Unschuldige. Gott Mensch empfängt das Urteil des sündigen Menschen mit sanftmütiger Geduld. In seinem Hochmut verurteilt der Mensch seinen Gott zum Tode. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nahm durch die Gnade alle Sünden der ganzen Menschheit auf sich, damit er so meinen heiligen Vaterwillen erfülle. Nur im Gehorsam gegen Gott findet ihr meinen heiligen Willen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern.
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Unter der furchtbaren Last des Kreuzes bricht der Heiland zusammen. Die Sünde macht euch immer wieder mutlos. Gebt jedoch der Verzagtheit keinen Raum. Steht auf und kehrt zurück ins Vaterhaus. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Mann der Schmerzen begegnet seiner schmerzhaften Mutter. In der Liebe vereinigten sich Jesus und Maria wirklich ganz und vollkommen. Ihre Blicke trafen sich auf diesem leidvollen Weg wieder. Dies goss in das leidende Opfer und auch in das Herz der Miterlöserin Maria neue Kraft. Betrachtet Jesus im Gebet. Eure Blicke sollen sich dabei durch das Gebet mit ihm verschmelzen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, o Maria, ohne Sünde empfangen. O mein Jesus, gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Seid auch ihr selbst Helfer und Kreuzträger Christi. Seid einander zu Diensten. Helft euch gegenseitig. Arbeitet so an eurem eigenen Heil und müht euch auch um das Heil der anderen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Helft den anderen nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Blickt auf das heilige Antlitz Jesu. Es ist mit Blut und Wunden bedeckt. Verehrt das heiligste Antlitz und leistet ihm Sühne mit Liebe. So könnt ihr mich, euren Vater, der euch liebt und euch stets barmherzig sein will, immer mehr erkennen. Denn wer Jesus sieht, der sieht mich, den Vater. Seid barmherzig und zwingt nicht durch eure Sünden meine Gerechtigkeit heraus. Viel hängt vom Gebet, von der Sühne ab. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuze. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich stelle meinen eingeborenen Sohn als nachzuahmendes Beispiel vor euch, damit ihr immer, wenn ihr fallt, von ihm Hilfe erbittet und erhaltet. Schöpf Kraft aus seinem Wiederbeginnen. Ihm folgend könnt ihr wirklich sein Nachfolger sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die Weinenden. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Ihr könnt nur dann andere trösten, wenn ihr die Not, die Probleme des anderen wirklich versteht. Tröstet durch eure betende Sühne zuallererst den im allerheiligsten Altarsakrament unter euch lebenden Christus. So bekommt ihr von ihm Kraft und Gnade und könnt so mit Liebe, Verständnis und Geduld andere trösten, ihnen helfen und zum Guten ermutigen. Wartet nicht darauf, dass ihr getröstet werdet. Ihr sollt dem Bedürftigen helfen und trösten. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wie schwer euer Kreuz auch sein mag, wie oft ihr auch damit fallen möget, wenn ihr erschöpft und todmüde seid, dann blickt auf Jesus. Er ist der Mann der Schmerzen. Er gehorchte in allem meinem Willen, damit er mit seinem heilbringenden Opfer die Sünden der Menschheit, ihren Ungehorsam sühnt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Folgt mit Liebe, Treue und in gehorsamer Gesinnung dem kreuztragenden Christus. So könnt ihr, wahrhaftig sühnende Kinder, der heiligen Jungfrau Maria sein. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sie berauben meinem Eingeborenen, den heiligen, reinen und unschuldigen Jesus Christus, seiner Kleider, damit er dadurch alle Sünden der Sittenlosigkeit der Menschheit, alle ungeordneten Begierden der Sinnlichkeit sühne. Ohne Selbstdisziplin und Mäßigkeit könnt ihr nicht meinem göttlichen Willen gemäß denken, handeln und leben. 11. Station. Kreuzigung Jesu. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Bei der Kreuzigung meines Eingeborenen offenbarte sich meine väterliche Barmherzigkeit und Liebe. Seitdem werden all jene, welche mit Glauben, mit Anbetung und Liebe auf Jesus blicken, vor dem Fürsten der Bosheit, vor seinem todbringenden Fluch gerettet. Kreuzigt euch samt eurer sündhaften Begierden durch Selbstüberwindung und Entsagung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen.
Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Durch seinen Gehorsam erfüllte mein gekreuzigter Eingeborener meinen heiligen göttlichen Willen, damit er so meine durch den menschlichen Ungehorsam verletzte Gerechtigkeit versöhne. Mit Liebe und aus Liebe kann man mit gutem Herzen meinem heiligen göttlichen Willen gehorsam sein. Trachtet vor allem danach. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner heiligsten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Die unermesslich großen Qualen und Leiden der Schmerzensmutter steigerten sich bis zum Äußersten. Ihr von großem Schmerz durchbohrtes Herz hilft auch euch in all euren Nöten und hilft euch, euer Leid zu ertragen. Sie wurde im Werk der Erlösung der Gefährtin Jesu und die Fürsprecherin der Menschheit bei Jesus, dem Gottmenschen. Fleht zur heiligen Jungfrau Maria, dass sie auch euch auf ihrem Schoß nehme, euch als ihre kleinen Kinder
in eurem ganzen Leben behüte und beschütze, auch in der Stunde des Todes. Amen. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt, der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das Werk, welches ich meinem Eingeborenen anvertraut habe, hat er vollendet. Dankt ihm, Jesus, für alles, was er für die Erlösung der Menschheit getan und angenommen hat. Seinen heiligsten Leib legten sie ins Grab. Er wollte jedoch bis zum Ende der Welt bei euch bleiben. Deshalb lebt der im Altarsakrament verborgene Gottmensch unablässig unter euch. Betet ihn an, liebt ihn sehr und umgebt ihn mit würdiger Verehrung. Den Gott der Liebe und Barmherzigkeit, der meine väterliche Güte, Liebe und Barmherzigkeit euch offenbarte. Dankt meinem lieben Sohn Jesus für die Erlösung. Fleht Tag für Tag um sein Erbarmen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Betet ihn an, liebt ihn sehr und umgebt ihn mit würdiger Verehrung, den Gott der Liebe und Barmherzigkeit, der meine väterliche Güte, Liebe und Barmherzigkeit euch offenbarte. Dankt meinem lieben Sohn Jesus für die Erlösung. Fleht Tag für Tag um sein Erbarmen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.